Es ist 21.15 Uhr, genug Quatsch geredet. Holt die Hefte raus. Ruhe, jetzt noch einmal hier einen Schluck Kaffee abschlürfen. Und es geht los mit unserer heutigen Schachschule. Ich hoffe, ihr seid soweit. Das ist ein Schachbrett, Chat. Hier sehen wir die weißen Steine, da die schwarzen Steine. Hier sehen wir Steve Balken, der seine Meinung zur Stellung abgibt. Wenn er hier in der Mitte ist, bei dem kleinen roten Strich, dann ist er ausgeglichen. Je mehr Weiß ihr seht, desto besser steht Weiß. Je mehr Schwarz ihr seht, desto besser steht Schwarz. Und wir sind ja mittendrin in unserer Eröffnungsserie. Ich glaube, das hier ist Teil 14. Und beschäftigen uns weiter mit den Schacheröffnungen, die nach dem wohl populärsten ersten weißen Zug Bauer nach E4 entstehen können. Die letzten beiden Teile haben wir uns schon mit Sizilianisch beschäftigt. Sizilianisch bedeutet Bauer nach C5. Die Hauptalternative zu dem Zug Bauer nach E5, den wir auch schon kennengelernt haben. Bauer nach C5 besetzt dieses Feld in der Mitte, bereitet eventuell vor, das haben wir in der letzten Folge gesehen, den Springer hinzustellen, ohne dass der Springer den Bauern verstellt. Und ist ein, weil es asymmetrisch ist, ein etwas kombativerer. Hey, ich kann nicht nur 7000 Wörter können und dann kombativer. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich ein Wort ist. Gehört wahrscheinlich zu Englisch. Ein etwas kombativerer Zug als Bauer nach E5. Dafür aber auch etwas riskanter, weil man halt nicht so leicht die Figuren hier rauskriegt. Ihr wisst. Der Hauptzug für Weiß ist Springer nach F3. Alternativen haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Um zum einen sich der Rochade anzunähern, zum anderen in vielen Fällen mit Bauer nach D4 im Zentrum vorzugehen und mit diesem Springer zurückzuschlagen. Sobald das geschieht, sprechen wir vom offenen Sizilianer. In der letzten Folge haben wir uns mit Springer nach C6 beschäftigt und insbesondere der Sveshnikov-Verteidigung. Springer nach C6, ja, habe ich da gesagt. Für meine Begriffe der logischste Zug, also wenn ich hier die Stellung nicht schon hin und wieder gesehen hätte, würde ich denken, ja, Springer C6 macht schon Sinn. Die anderen Züge sehen ein bisschen komisch aus. Aber es ist nicht der einzige populäre Zug in dieser Stellung. Ich würde sogar behaupten, dass die Alternative, die wir heute kennenlernen, etwas beliebter ist noch als Springer nach C6. Und zwar ist das der auf den ersten Blick recht devot aussehende Zug Bauer nach D6. Was soll Bauer nach D6? Das ist eine Frage, Chat. Ihr müsst jetzt hier erklären, warum Bauer nach D6. E5-Kontrolle, ja, lasse ich auf jeden Fall schon mal gelten. Läufer freimachen, lasse ich auch gelten. Auch wenn wir diesen Läufer normalerweise nicht besonders früh rausziehen möchten, hilft es natürlich trotzdem, dass er jetzt erstmal freie Sicht hier hat. Der Hauptgrund ist tatsächlich, das Feld hier zu kontrollieren und damit Springer nach F6 vorzubereiten. Denn wenn Schwarz sofort Springer nach F6 spielen würde, was manchmal gespielt wird, aber sich nicht wirklich durchgesetzt hat, dann käme Bauer nach E5, was sofort diesen Springer attackiert. Und diese Stellungen sind nicht besonders gut für Schwarz. Also Springer nach D5, jetzt Springer nach C3 oder Bauer nach D4. Und Schwarz hat Probleme. Wir haben sowas Ähnliches gesehen nach Bauer nach C3. Da war es was anderes. Hier kann man Springer nach F6 spielen, weil Weiß sich halt schon auf C3 festgelegt hat. Aber in den entsprechenden Stellungen nach Springer F3, Springer F6 ist auf jeden Fall etwas zweischneidig. Wird ab und zu gesehen, auch auf hohem Niveau. Ich glaube, Duda hat es einmal gegen Kasen gespielt vor kurzem. Aber es hat einen zweifelhaften Ruf. Daher hat Bauer nach D6 als Hauptidee, würde ich sagen, einfach den Plan, diesen Springer erstmal entwickeln zu können. Springer nach C6 unterstützt es auch, aber Springer nach C6 verhindert nicht so absolut, dass der Springer hier einen Tritt kriegt. Also, ich glaube, wir haben gestern kurz angeguckt, hier in solchen Varianten ist der Springer noch nicht absolut gefeit vor Bauer nach E5. Aber Bauer nach D6 verhindert das recht effektiv. Wenn Weiß jetzt irgendwas spielt, Bauer nach C3, was man übrigens machen kann, dann spielt Schwarz Springer nach F6. Und den Springer hier anzugreifen, wäre nicht besonders sinnvoll. Kurze Zwischenfrage, nach Bauer nach C3, Springer F6, wo wir bei der Stellung schon sind hier, den Mount schlagen oder eher nicht schlagen? Ist nicht verteidigt. Brett Pitt sagt nein. Ja, ist nicht verteidigt.
Das ist ein Trick, den wir in dieser, wird langsam zum Running Gag, ne? Haben wir in irgendeiner Art und Weise eigentlich in jeder Folge drin. Dieses Dame A4 Schach. Zack, zack. Also, wer darauf reinschwellt, es gibt Ärger. Die Variante, die wir auf dem Brett haben, ist nicht besonders gefährlich. Ich wollte nur einen Trick zeigen. Schwarz kann irgendwas ziehen. Bau nach G6, Lauf nach G7, kurz Rochade. Alles Mögliche. Kommen wir zur Stellung nach Bau nach D6. Was sind denn die Hauptmöglichkeiten hier aus weißer Sicht? Ich würde sagen, zwei Hauptzüge gibt es. Bau nach D4 wird genannt. Das ist der eine, genau. Schwarz C3, ja. Kann man machen, ist meistens Zugumstellung, wenn Schwarz Sprenger F6 dann spielt und Weiß jetzt Bau nach D4 spielt, dann kommt es auch selber raus, was wir später kennenlernen werden. Die Hauptalternative ist, wie Tobi Olala sagt, in der Tat hier Schach zu geben mit Läufer nach B5. So ein bisschen verwandt, ich weiß nicht, ob ihr die gestrige Folge, war es gestern, ich glaube schon, gesehen habt, aber verwandt mit dem Ansatz, nach Sprenger nach C6 Läufer nach B5 zu spielen. Und dann auch erstmal schnell die Figuren rausbringen zu wollen. Und sich noch nicht in der Mitte festzulegen auf einen Plan. Das kann man tatsächlich auch nach Bau nach D6 machen. Dieses Läufer nach B5 Schach hatte lange Zeit einen etwas harmlosen Ruf, aber heutzutage gilt es als absolut ebenbürtige Waffe zu Bauer nach D4. Wir gucken uns vielleicht am Ende dieser Stunde noch ein bisschen näher an, wenn wir mit Bauer nach D4 durch sind. Wie gesagt, es wird auch häufig Läufer nach C4 gespielt. Ja, in dieser Stellung tatsächlich kein so schlechter Zug. Ich hatte, glaube ich, grundsätzlich abgeraten davon, im Sizilianer zu früh den Läufer nach C4 zu stellen, weil er häufig hier einen Tritt kriegt. So, wenn er hier nach hinginge, dann ist Bauer nach E6 gefolgt von Bauer nach D5 eine Idee. Aber nach Bauer nach D6 ist auch das ein legitimer Zug. Nicht so populär, dass ich ihn hier zu den Hauptmöglichkeiten zählen würde. Aber Weiß kann so spielen. Der Springer geht raus, Weiß verteidigt den Bauern. Und man spielt so ähnlich wie in der italienischen Öffnung. Kurz Rochade, Bau nach C3. Der Läufer zieht sich irgendwann zurück. Und Weiß spielt sehr, sehr ruhig. Aber trotzdem kein Zug, über den man sich irgendwie einen Kopf machen müsste aus schwarzer Sicht. Beide Seiten ziehen halt die Figuren raus. Und Leben geht weiter. Der Hauptzug an dieser Stelle ist nach wie vor Bauer nach D4. Weiß versucht schnell Raum in der Mitte einzunehmen und bietet diesen strategisch zweischneidigen Bauerntausch wieder an. Deshalb zweischneidig, weil nach C schlägt D4 Schwarz ja einen Bauern, der nicht ganz im Zentrum war, abtauscht gegen einen weißen Zentrumsbauern. Was normalerweise ja Schwarz helfen sollte, weil Schwarz dadurch mehr Bauern in der Mitte hat. Und wir wissen ja, Mitte kontrollieren ist wichtig. Aber auch Weiß erreicht Sachen dadurch. Nach Sprenger schlägt D4 hat er jetzt Raumvorteil. Dieser Bauer ist relativ weit vorne. Wenn Schwarz versucht, den zu egalisieren, hier kein guter Zug. Aber dann schwächt er immer irreparabel dieses Feld auf D5, was nicht mehr von Bauern kontrolliert werden kann. Wenn Weiß solche Probleme nicht hat, sein Feld in der Mitte, hier kann er immer noch mit seinem C-Bauern kontrollieren. Eines Ferntages. Deshalb ist für Schwarz nicht so leicht, hier Raum im Zentrum zu nehmen. Schwarz versucht häufig, daher die Zentrumslage auch erstmal ungeklärt zu lassen und je nachdem, wie Weiß spielt, dann entsprechend zu reagieren und zu hoffen, dass wenn er die Figuren vernünftig rauskriegt, dass dann später diese Bauernmajorität, wie der Franzose sagt, ein Faktor sein kann. Grundsätzlich ist Sizilianisch häufig, natürlich gibt es auch da, weil Schach konkret ist und so weiter, aber häufig so eine Auseinandersetzung zwischen der schwarzen langfristig gesunden Stellung und dem weißen Raumvorteil, und der Weiß es schafft, Druck zu entfalten auf die schwarze Stellung, bevor Schwarz alles erreicht, was er sich so vorstellt. Aber fangen wir erstmal in dieser Stellung an, nach D4, C schlägt D, Springer schlägt D4. Ich sollte der Vollständigkeit halber noch sagen, es gibt manche Leute, die hier mit der Dame zurückschlagen, was, ja, einem nicht besonders viel Angst machen muss. Ist ein Zug, der auch auf Großmeisterniveau hin und wieder gespielt wird. Aber nichts, was euch jetzt beeindrucken muss. Was ist die weiße Idee, wenn die Dame angegriffen wird? Auf den ersten Blick verlieren wir ja nur Zeit.
Jetzt Läufer nach B5 ist korrekt. Weiß ist bereit, diesen Läufer abzugeben, um sich dann schnell zu entwickeln, die Dame in der Mitte zu behalten. Ich glaube, dass diese Stellungen okay für Schwarz sind. Man spielt Läufer nach D7, um die Fesselung zu durchbrechen. Wenn hier geschlagen wird, schlägt der Läufer zurück. Ich glaube, das ist in Ordnung für Schwarz. Aber es gibt Leute, die so spielen jetzt. Springer nach C3 oder sogar Bauer nach C4. Noch subtiler, nur damit ich keine bösen Briefe von Theoriefüchsen kriege hier, ist wahrscheinlich erstmal Springer nach F6 zu spielen und sich die Option für Springer nach C6 noch offen zu halten. Ich glaube, das ist nach neuestem Stand der Forschung der präziseste Zug. Wenn jetzt Läufer nach B5 Schach käme, dann könnte Schwarz das auch anders blocken, noch mit Läufer nach D7. Also Dame schlägt D4. Ist ein Zug, mit dem man sich, wenn man auf höherem Niveau ein zum Beispiel Neidorf-Repertoire oder ein Repertoire basierend auf Bau nach D6 aufbauen will, kurz beschäftigen sollte, aber kein Zug, der einem Angst machen muss. Logischer ist schon mit dem Springer hier zu schlagen, weil der Springer in der Mitte ist halt nicht so viel wert wie eine Dame, kann nicht so leicht rumgeschubst werden. So, was macht Schwarz in der Springer schlägt D4? Springer F6 ist korrekt, das ist, ja, ich glaube, fast der einzige Zug, der hier gespielt wird. Zieht den Springer raus, greift diesen Bauern an, diesmal tatsächlich, und bringt uns mal wieder der kurzen Rochade näher. Hier gilt auch wie häufig die Logik, der Springer will eigentlich in allen Varianten nach F6, während noch nicht klar ist, was wir jetzt mit den Bauern oder auch dem anderen Springer machen wollen oder dem Läufer. Deshalb macht es Sinn, erstmal einen Zug zu spielen, den man immer spielen will. Aber vielleicht noch eine kurze Frage zum Verständnis. Ich weiß nicht, Chat, ob das zu kompliziert ist für euch. Aber vielleicht macht das Sinn. Wenn Schwarz hier sofort Bau nach A6 spielt, was ist der beste Zug für Weiß? Das ist keine Anfängerfrage. Aber nur, um die Vorteile von Springer nach F6 vielleicht nochmal klar zu machen. Bau nach C4. Das ist korrekt. Weiß errichtet die sogenannte Marozzi-Struktur und kontrolliert damit noch besser dieses Feld auf D5 und möchte dann Springer nach C3 folgen lassen. Und diese Struktur ist normalerweise ein bisschen angenehmer für Weiß. Vielleicht werden wir die in einem späteren Video nochmal genauer kennenlernen. Aber es ist ein großer Grund, dass man halt so früh wie möglich Springer nach F6 spielen sollte und nicht E6, G6, A6. Springer C6. Keine Ahnung, was für Züge euch noch so einfallen. Denn nach Springer F6 muss Weiß sich ja darum kümmern, diesen Bauern zu verteidigen. Das macht er normalerweise, so wie wir es kennen, mit Springer nach C3. Kontrolliert den Kollegen und Springer nach C3 verstellt natürlich unseren C-Bauern, sodass Weiß jetzt nicht mehr in der Lage sein wird, Bauern nach C4 zu spielen. Und unsere schöne Marozzi-Struktur. Wärst du ausgesprochen? Marozzi? Stimmt. Aufzubauen. Entschuldigung. Ich habe heute... Ich weiß, ihr denkt, ich trinke immer sehr viel Kaffee. Aber heute habe ich wirklich sehr viel Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, was man merkt. Ich weiß Marozzi. Ich bin nicht sicher. Chat fragt, was mit Läufer nach D3, um sich C4 laufen zu lassen? Das ist eine gute Frage. Ihr denkt mit. Aber vielleicht könnt ihr euch auch die Antwort denken. Was kann Schwarz jetzt tun? Und mit Weiß nicht einfach hier C4, Springer nach C3 spielen. Direkt D5 ist ein bisschen hart, glaube ich nicht. Auf D5 kriegen wir wahrscheinlich E5 oder so. Das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Welche Option verstellt Läufer D3, die Schwarz vorher hatte? Nee, nichts zu kompliziert. Sie laufen nach G4, würde nichts bringen. Ich weiß, jetzt macht ihr wieder eure sehr lustigen F-Bauernwitze, aber hier käme Bauer nach F3, gefolgt von Bauer nach C4. Das würde nicht so viel bringen. Aber Springer nach C6 ist, was ich hören wollte. Weil der Läufer auf D3 ja verhindert, dass die Dame diesen Springer überdeckt. Und daher hat Weiß jetzt nicht die Zeit, Bauer nach C4 zu spielen. Was ich halt um diesen Springer kümmern muss. Wenn wir den abtauschen, dann stärken wir das schwarze Zentrum. Das hier wäre jetzt wieder eine andere Struktur, wo
Schwarz keinerlei Sorgen hätte, weil dieser Bauer jetzt hier mehr Zentrumsfelder kontrolliert. Wenn Weiß den Springer wegziehen muss, verliert er ein bisschen viel Zeit. Das wäre auch keine tolle Idee. Und wenn er versucht, ihn zu verteidigen mit Läufer nach E3, was machen wir jetzt? Das ist kein so schlechter Zug, ja, aber auch nichts, was er langsam machen muss. Läufer nach G4 wird gesagt, richtiges Feld, falsche Figur, gibt es sonst noch Vorschläge? Springer nach G4, sehr, sehr gut. Und das weiße Konstrukt bröckelt wieder ein bisschen. Der Springer würde sich natürlich liebend gerne gegen diesen Läufer tauschen, damit dem Weißen die Bauernstellung ein bisschen kaputt machen. Der Läufer kann nicht wegziehen, weil dann der Springer hängt. Also jetzt müsste Weiß hier schlagen, damit dem Läufer wegziehen. Aber er hat Schwarz wieder die Struktur erreicht, die er gerne hätte. Ich ballere schon wieder mit Ausnahmen voll. Normalerweise in der Öffnung natürlich nicht mehrfach dieselbe Figur ziehen. Dies, das. Was soll ich sagen? Schach, konkretes Spiel. Aber Läufer nach D3 wird so gut wie nie gespielt. Trotzdem eine valide Frage. Wenn Weiß diese Struktur, diese Marozzi-Struktur noch kriegen will, dann probiert er hin und wieder Bauer nach F3 zu spielen tatsächlich. Was einzig und allein die Idee hat, diesen Bauern zu verteidigen, ohne den C-Bauern zu verstellen. Also hier möchte Weiß im nächsten Zug dann Bauer nach C4 spielen. Und jetzt würde Springer nach C6 das halt nicht verhindern, weil wieder Bauer nach C4 spielen könnte. Aber hier kann Schwarz jetzt, wenn er denn möchte, tatsächlich schon aktivere Sachen unternehmen. Weil Weiß eben diesen schwächenden Zug gespielt hat, der auch nicht so viel zur Zentrumskontrolle beiträgt. Hier kann Schwarz Bauer nach E5 spielen, Springer nach B3 und jetzt als Beispiel, ist nicht die einzige Variante, Bauer nach D5. Weil Weiß dieses Feld nicht gut unter Kontrolle hat. Das geht noch ein bisschen weiter, aber es zeigt schon, dass man hier nicht problemlos seine Struktur kriegt. Daher, weil die anderen Wege, diesen Bauern zu decken, ihre Nachteile haben. Und auch wegen der alten Bauernweisheiten. Wo sind eher Springerweisheiten? Springer erst, die Läufer dann und so weiter und so fort. Ist Springer nach C3 hier schon der mit großem Abstand verbreitetste Zug. Was sind die drei schwarzen Hauptmöglichkeiten in dieser Stellung? Gerne auch, wenn ihr es nicht wisst, schlag was vor. Oder ich sag mal, nee, die vier schwarzen Hauptmöglichkeiten. Vier. So, A6 lese ich. A6, Springer C6, E6 wurde genannt. Und G6, ja. Das wäre auch die Liste, die ich hätte. All diese Öffnungen haben ihre eigene Theorie und Existenzberechtigung. Springer nach C6, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir gestern am Rande schon mal kurz behandelt, weil das auch über eine andere Zugfolge entstehen kann. Auch recht logisch, Schwarz spielt genauso, nur spielt erst Springer nach C6. Jetzt schlägt, schlägt. Und hier haben wir uns gestern schwerpunktmäßig mit Sveshnikov beschäftigt, Bauer nach E5. Aber wenn Schwarz hier Bauer nach D6 spielen würde, hätten wir dieselbe Stellung, die wir eben gehabt haben. Bauer nach D6, Bauer nach D4, schlägt, schlägt, Springer nach 6, Springer nach C3. Kommen wir als nächstes vielleicht, ich weiß, da oben steht Neidorf und wir kommen gleich zu Neidorf. Und wenn ihr wisst, was das ist, macht euch keine Sorgen. Kommen wir als nächstes vielleicht zu dem Zug Bauer nach E6. Chat, wie heißt diese Variante? Schacheröffnungsnamen. Nicht besonders wichtig, aber ich mag das Wort. Deshalb warte ich hier. Gucken, ob es jemand weiß. Skurskur ist Experte. Ja, viele Experten. Scheveningen. Ich kann sehr gut Niederländisch, wie ihr wisst. Deshalb bin ich sehr stolz auf meine Aussprache von Scheveningen. Bauer nach E6 war populär eher so in den 80er Jahren, als zum Beispiel Garry Kasparov das recht regelmäßig gespielt hat gegen Anatoly Karpov und andere. Aber ihr seht schon, Balken kein großer Fan. Im modernen Schach, also auf Top-Niveau, ist es relativ ausgestorben. Tatsächlich, weil Weiß hier sehr aggressiv spielen kann mit Bauer nach G4. Der Läufer kontrolliert dieses Feld nicht mehr. Und dieser Bauernvormarsch
werden uns noch häufiger begegnen. Oder behaupte ich aber, ich weiß nicht bestimmt. Aber es ist häufig ein Thema. Im Sizilianer, Beispiel G4, möchte diesen Springer sofort vertreiben. Und es hat sich gezeigt, dass Weiß das sofort zu erlauben, diesen Vormarsch, tatsächlich keine so gute Idee ist. Wer jetzt sagt, ey, G4 ist mir aber ein bisschen zu stressig, so will ich nie spielen. Weiß ist natürlich nicht gezwungen, so zu spielen. Weiß kann hier Läufer nach E2 spielen, kurz auch gerade. Und Leben geht weiter, aber aus Theoriesicht ist Bau nach G4 hier das große Problem. Und warum? Die Sreveninger Verteidigung ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Bau nach G6 behandeln wir vielleicht nochmal separat, ist die Drachenvariante. Führt zu ganz anderem Spiel als eigentlich fast alle anderen Sizilianer-Varianten. Schwarz möchte laufen nach G7. Kurz Rochade spielen. Gucken wir uns vielleicht separat nochmal. Aber kommen wir jetzt. Nee, vielleicht müssen wir noch erst eine Frage beantworten. Ich habe es auch im Chat gesehen hier. Zwei Zugvorschläge. Zum einen Bauer nach E5 wurde vorgeschlagen und zum anderen Springer nach G4. Warum Springer nach G4? Sehr, sehr schlecht. Ihr seht schon Balken gesagt. Okay, weil es wenig Sinn macht. Aber ich will eine spezifische Sache hören. Also, jetzt macht keinen Sinn. Worauf ich hinaus will, ist, der verliert sofort Material wegen Läufer nach B5 Schach. Und wenn Schwarz sich hier dazwischen stellt, zack. Herr Springer weg. Kein wichtiges Beispiel. Ich habe nur nach einer Variante gesucht, wo Läufer nach B5 Schach ein Problem ist. Und Läufer nach B5 Schach ist in der Tat auch das Problem, wenn Schwarz sofort Bauer nach E5 spielt. Bauer nach E5, strategisch recht zweischneidig in all diesen Varianten, so ein bisschen ähnlich wie Sveshnikov, was wir gestern hatten. Vertreibt den Springer, gewinnt Raum, schwächt dafür das Feld auf D5. Und in dieser Stellung ist es tatsächlich. Schlecht ist übertrieben, damit wird manchmal experimentiert, aber sehr, sehr. Ich weiß nicht, welches Wort. Fragwürdig, riskant, kritisch, knapp. Und der Grund ist in der Tat wieder Läufer nach B5 Schach zu spielen. Dadurch, dass Schwarz E5 gespielt hat, damit die sogenannten weißen Felder ein bisschen schwächt. Also das Feld, aber auch das Feld. Die jetzt nicht mehr von den Bauern kontrolliert werden können. Kann Weiß sich da relativ schnell drauf stürzen. Schwarz gezwungen, hier was dazwischen zu stellen. Den Springer hierhin kann man nicht machen, weil er jetzt vom weggenommen wird. Also Läufer nach D7 oder Springer nach D7. Und nach sagen wir Springer nach D7. Dann gibt es gleich Ärger hier. Springer nach F5 greift den Bauern an. Sehr unangenehm. Läufer nach D7. Weiß ich gar nicht, was am genauesten ist. Wahrscheinlich erst schlagen. Gehen wir auch wieder Springer nach F5. Also Bauer nach E5 ist zweischneidig, aber es ist besonders schlecht, wenn Weiß direkt hier den Kampf um die weißen Felder aufnehmen kann mit Läufer B5 Schach. Deshalb ist in dieser Stellung das sofortige E5, was sonst durchaus logisch wäre. Ja, ein Fehler ist übertrieben, aber wie gesagt, bisschen wackelig. Und das erklärt vielleicht die Popularität der Neidorf-Variante. Schwarz spielt Bauer nach A6, was auf den ersten Blick jetzt ja nicht nach Priorität Nummer 1 aussieht. Wir haben ja gelernt, in der Öffnung sollen wir Figuren entwickeln, ums Zentrum kämpfen. Bauer nach A6 tut direkt nichts von beiden. Scrap Connector, vielen Dank für das Subgeschenk. Aber Bauer nach A6 verhindert halt viele der potenziell gefährlichen Weißmöglichkeiten. Insbesondere verhindert das Läufer B5 Schach. So dass jetzt, wo dieses Läufer B5 Schach nicht mehr kommen kann und es in die Defensive zwingt, Schwarz durchaus in der Lage ist, Bauer nach E5 zu spielen. Schwarz aber nicht gezwungen und auch nicht immer willens, Bauer nach E5 zu spielen. Er kann mit diesem Bauern auch nach E6 gehen. Und wir hatten ja eben kurz besprochen, dass auf sofortiges Bauer nach E6 dieses Bauer nach G4 sehr, sehr lästig ist. Wenn Schwarz aber A6 spielt, was er in dieser Struktur eh meistens irgendwann spielen möchte, auch um Bauer nach B5 vorzubereiten, und Weiß dann einen nicht so aggressiven Zug spielt, dann wird E6 wieder ein Thema. Also keine Ahnung, sagen wir, Weiß spielt Läufer nach E2, Schwarz spielt E6, da könnt ihr ja auch E5 machen. Jetzt mit dem Einschub von zum Beispiel Läufer nach E2 und Bauer nach A6
sind diese Varianten mit Baunach G4 nicht mehr ganz so schlimm. So, dass Schwarz eigentlich flexibel bleibt mit seinem E-Bauern als Follow-up. Nach Baunach A6 kommt sowohl E6 als auch E5 in Frage. Und Schwarz macht eigentlich den nützlichsten Zug, mit dem er sich alle Optionen offen hält, was hier sich im Zentrum festlegen angeht. Auf den ersten Blick könnte man denken, und für mich sieht es ehrlich gesagt auch so aus, also auf den ersten Blick, und auch wenn man nichts weiß, dass Schwarz nach C6, die klassische Variante, eigentlich ein noch nützlicherer Zug ist. Dann kann man darüber diskutieren, aber Schwarz nach C6 hat nicht diese Flexibilität von Bau nach A6. Bau nach A6 braucht man eigentlich fast immer, auch in Springer nach C6 Varianten, später, um hier B5 anzutäuschen, jedenfalls vorzubereiten. Wenn für den Springer noch nicht völlig klar ist, ob er immer nach C6 gehen möchte, vor allem so früh, wenn er da steht. Keine Ahnung. A6 kein guter Zug, ich will nur einen. Auf einen Punkt hinaus. Jetzt kann Schwarz zum Beispiel nicht mehr ohne weiteres B5 spielen, weil der Springer hier dann abgetauscht werden kann. Also Springer C6 kein schlechter Zug, aber es ist mit Recht nicht so populär wie Bauer nach A6. Memo, vielen Dank für den Prime Sub. Und Bauer nach A6, das ist die sogenannte Neidorf-Variante. Wir sind im fünften Zug, fünftens Bauer nach A6. Dieser Zug kennzeichnet die Neidorf-Variante. Vielleicht auf jeden Fall unter den Sizilianern, ich glaube, die populärste Variante, gefolgt von Sveshnikov, was wir gestern angeguckt haben. Und vielleicht fast die größte Schacheröffnung, die es da draußen so gibt auf Top-Niveau. Also ich würde sagen, E4, E5 ist wahrscheinlich ein bisschen populärer, aber da kann man nicht wirklich einen Namen drauf klatschen, weil es ja auch davon abhängt, was Weiß so macht. Also die Öffnungen, die viel gespielt werden, die entstehen halt häufig nur, wenn Weiß Spanisch spielt. Jetzt können wir die Berliner Mauer spielen. Das ist genauso populär auf Top-Niveau. Oder mein Liebling, die Marshall-Verteidigung. Oder auch die russische Verteidigung. Das sind Systeme, die ähnlich populär sind, die aber nicht so gekennzeichnet sind durch eine Stellung nach, durch eine sehr individuelle Stellung nach 5 Zügen. Man weiß halt auch vorher, Italienisch spielen kann, was auch immer. Die Neidorf-Variante auf Top-Niveau auf jeden Fall neben oder nach den genannten eben E4-5-Geschichten und vor Sveshnikov. Eigentlich seit langer, langer Zeit einen guten Ruf genießt. Fischer hat so gespielt, Kasparov hat so gespielt. Heutzutage gibt es diverse Top-Spieler, die das im Repertoire haben. Von Anish Giri zu Maxim Vaschela-Graf. Zu Vincent Keimer. Es gibt viele Fans der Neidorf-Variante. Heißt nicht, dass alle Leute das immer spielen, aber Neidorf hat sich bewährt. Und die Stellung ist halt unglaublich reich strategisch. Also alleine schon, wenn wir uns gleich angucken, wie viele Möglichkeiten Weiß hier hat, dann wird einem schon ein bisschen schwindelig. Das sind Feinde, die ich immer gerne mal, das mache ich gleich wieder. Aber beide Seiten haben unglaublich viele Arten und Weisen, das Spiel zu gestalten. Bei Schwarz hängt es viel davon ab, ob der Bau nach E6 oder nach E5 geht, was natürlich zu ganz anderen Strukturen und Stellungstypen führt. Und Weiß kann hier tatsächlich eigentlich noch strategisch in alle Richtungen denken. Er kann in Anführungszeichen normal spielen, mit Läufer E2, kurzer Rochade. Er kann den Läufer nach C4 stellen. Na, ich male erstmal alle Pfeile, dann können wir es besprechen. Er kann den Läufer nach D3 stellen. Er kann den Läufer versuchen zu vierenkettieren mit Bau nach G3, Läufer nach G2, dann meistens kurz rochieren. Er kann aber erstmal sagen, nee, ich versuche hier vielleicht die lange Rochade anzustreben. Zieh dazu diesen Läufer raus. Da ist Läufer nach E3 ein riesiger Zug. Läufer nach G5 ebenfalls ein riesiger Zug. Inzwischen gibt es sogar Verrückte. Liebe Grüße an Lukas van Forest, die mit Läufer nach D2 experimentieren. Weiß kann sogar sagen, nee, ich ziehe erstmal die Dame. Ich möchte mich noch nicht festlegen mit dem Läufer. Dann vielleicht lang rochieren, wenn ich die Dame aus dem Weg hat. Nach E2, D3 oder F3, all das sind legitime Züge. Genauso kann Weiß sagen, hier, ich möchte erstmal abwarten, was du so machst, aber ich möchte gerne Bauer nach B5 verhindern, indem ich meinen Bauern nach A4 stelle, dieses Feld kontrolliere. Er kann sogar sagen, ich möchte abwarten, aber ich möchte nicht verhindern, dass du B5 spielst, aber ich möchte verhindern, dass du B4 spielst. Ich spiele erstmal Bauer nach A3, um dieses Feld zu kontrollieren.
Wir sind noch lange nicht durch mit den weißen Möglichkeiten. Weiß kann auch sagen, weißt du was? Ich würde gerne dieses Bauer nach G4 spielen, aber wenn ich das sofort mache, dann schlägst du. Deshalb bereite ich es vor, mit Turm nach G1, um den Bauern hier zu pushen, oder mit Bauer nach H3, um auch den Bauern hier zu pushen. Sonstige Möglichkeiten wären noch Bauer nach H4 zu spielen, auch das wird gemacht. Oder diesen Springer freiwillig aus dem Zentrum wegzuziehen, mit Springer nach B3. Ebenfalls eine legitime Option. Und Weiß kann hier tatsächlich auch den F-Bauern ziehen. Ein Feld, um die Mitte zu stärken. Oder zwei Felder, um hier um das Feld E5 zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber es gibt schon hier recht viele spielbare Möglichkeiten für Weiß. Deshalb für Leute, die auf jede Variante eine feste Antwort einstudiert haben wollen, gibt es hier viel zu tun. Das Gute ist aber, dass Schwarz Neidorf auch mit Common Sense einigermaßen spielen kann. Also meistens sind Neidorf-Spieler Theoriefüchse und es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig konkrete Varianten. Aber wenn man sich in dem Stellungstyp irgendwann wohlfühlt, dann kommt man auch ohne Detailvarianten manchmal einigermaßen klar. Was sich allerdings auch rächen kann, also für Leute, die ja Schach näher verfolgen, Maxime Vachier-Lagrave, der französische Weltklassespieler, hat unglaublich viel Erfahrung gespielt, fast nur Neidorf oder hat eine Zeit lang auf jeden Fall ziemlich exklusiv Neidorf gespielt, aber wird trotzdem häufig in Theorievarianten erwischt, weil Weiß natürlich sich auch irgendwas Kritisches rauspicken kann und dann abfragen. Also, Weiß hat ja eine Fülle von strategischen Optionen. Und je nachdem, wie Weiß spielt, überlegt Schwarz sich Case by Case. Sein nächster Zug ist so gut wie immer E6 oder E5. Aber welchen von beiden ist häufig keine leichte Entscheidung. Manchmal sind sie gleichwertig, manchmal ist nur einer von beiden gut. Und kommen wir vielleicht erstmal zu den beiden Fällen, wo Schwarz ziemlich klar nur einen von den beiden machen sollte. Der eine Zug ist Läufer nach G5. Sehr logischer Zug, sehr aggressiv. Guckt diesen Springer an und bereitet vor, Dame nach D2 und häufig lange Rochade zu spielen. Manchmal auch Bauer nach F4 und dann Dame nach F3 und lange Rochade. Also ein logischer Zug. Aber wofür sollte Schwarz sich jetzt entscheiden? Bauer nach E6 oder Bauer nach E5? Und ich weiß, es gibt auch Springer bei D7, aber das wäre ein bisschen am Thema vorbei. Brain Drain sagt E6, kannst du auch begründen, warum? E5 schwächt D5, das stimmt, tut es allerdings immer. Aber es ist in der Tat besonders wichtig, das nicht zu tun, wenn Weiß einen Zug gespielt hat, der direkt oder indirekt um das Feld D5 kämpft. Und Läufer nach G5 tut genau dieses, dadurch, dass er den Springer fesselt, nimmt es Einfluss auf das Feld D5. Ich weiß nicht, ob das logisch ist, aber ich glaube, das lässt sich nachvollziehen. Und das kann Weiß jetzt in der Tat für seine Zwecke ausnutzen. In dieser Stellung würde Weiß Springer nach F5 spielen. Lästiger Zug, der Springer steht natürlich aggressiv. Und wenn der weggenommen wird, der Läufer schlägt ihn, Bauer schlägt zurück. Diese Stellung wäre okay für Schwarz, wenn der weiße Läufer jetzt, keine Ahnung, auf E3 stehen würde oder auf dem weißen Läufer E2 gespielt hätte, weil Schwarz dann hier D5 folgen lassen könnte und sich damit gleich befreit das Zentrum besetzt. Aber das geht nicht, wenn Weiß dieses Feld direkt oder indirekt kontrolliert. Hier kontrolliert das indirekt. Und ja, wie würde Weiß hier in riesigen Vorteil kommen? D5 schlagen ist noch nicht so schlau. Okay, mit Dame schlägt D5. Läufer steht F6, ist das Problem. Macht man selten freiwillig, den Läufer einfach gegen den gefesselten Springer hergeben, aber hier
Gewinnt es einfach den Bauern. Dame schlägt F6, Springer schlägt D5. Und weiß. Dominiert. Da kann man hier nicht D5 spielen und diese Stellung wäre dann sehr trostlos für Schwarz. Wir kommen gleich nochmal zurück zu Lauf nach G5, wie der Spieler weitergehen könnte. Aber erstmal, um meinen E6 versus E5 Punkt zu erklären, gucken wir uns noch einen anderen Zug an. Ich laufe nach C4. Auch hier sollte Schwarz nicht E5 spielen. Wieder aus denselben Gründen. Laufe nach C4, kontrolliert dieses Feld ja direkt. Und auch hier ist wieder das Problem. Nach Springer nach F5, wenn wir schlagen, E schlägt F, kann Schwarz nicht D5 spielen. Weil Weiß dieses Feld jetzt dreimal kontrolliert, Schwarz ist aber nur zweimal im Blick hat. Und wenn Schwarz nicht zu D5 kommt, steht er hier ein bisschen hinten drin. Sein Läufer ist eingesperrt. Und Weiß hat viel freieres Spiel hier schon. Deutlich einen Vorteil, wie er an Stevie Balkensee. Das sind aber tatsächlich schon die beiden Hauptzüge, oder nee, die beiden von den 17, die ich aufgelistet habe, logischen Züge. Laufe nach C4 und Laufe nach G5, nach denen E5 für Schwarz keine wirkliche Option ist. Nach fast allen anderen Zügen ist es tatsächlich eine Choice. Eine Wahl? Klingt komisch. Weil alle anderen Züge ja nach unserer Logik auch keinen direkten Einfluss auf dieses Feld D5 nehmen. Wenn Weiß zum Beispiel auf einer E2 spielt. Jetzt ist E5 absolut eine legitime Option. Der Unterschied ist halt, wenn wieder dieses Springer nach F5 kommt, was wir eben hatten, jetzt können wir schlagen. Ich glaube, noch besser wäre direkt D5 zu spielen, aber um den Unterschied zu zeigen, schlagen. Und jetzt können wir hier die Mitte besetzen mit diesem Bauern, weil er nicht angegriffen ist. Wie gesagt, noch stärker wäre, hier sofort D5 zu spielen. Weil Weiß den auch nicht schlagen kann. Ich möchte euch nicht zu sehr verwirren. Und gleiches gilt eigentlich ja tatsächlich für so gut wie jeden Zug, den man sich hier vorstellen kann. Bau nach G3 ist E5 auch wieder eine legitime Option. Hier wieder dasselbe Ding. Bau nach D5. Nutzt aus, dass Weiß jetzt nicht schlagen kann. Weil am Ende der Springer angegriffen wäre. Beziehungsweise ungedeckt. Also was ich sagen möchte, nach Läufer nach G5 oder Läufer nach C4, in beiden Fällen dieses beiden Zügen, die dieses Feld kontrollieren, ist Schwarz gezwungen, E6 zu spielen. Dafür musste Weiß sich halt auch auf sehr spezifische Felder mit seinem Läufer festlegen, die für E6-Stellung nicht immer ideal sind. Nach tatsächlich, ich glaube, allen anderen Zügen, die Sinn machen, ist es für Schwarz eine strategische Entscheidung. Nach Bau nach F3, Bau nach F4, Bau nach G3, Bau nach H3, Bau nach H4, Bau nach A3, Bau nach A4 und so weiter und so fort. Kann Schwarz sich zwischen E6 und E5 entscheiden? Momentan ist, glaube ich, meistens E5 populärer als E6, aber es gibt für beides durchaus Spezialisten. Und es gibt auch Leute, die so flexibel sind, dass sie sagen, hier, wenn wir Läufer nach E2 spielen, spiele ich E5. Wenn wir Läufer nach E3 spielen, jetzt spiele ich aber E6, weil mir da ein paar Systeme gefallen und mir nach E5 ein paar Systeme nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie spielstiltypisch was darüber sagen kann, was nach E5 oder E6 verschieden ist. E5 gibt Schwarz offensichtlich mehr Raum. Sagen wir, der Springer geht irgendwo hin. Es schwächt dafür langfristig natürlich trotzdem immer diese Felder. Aber in diesen Varianten ist Schwarz bereit, das zu machen, weil Weiß halt nicht direkt hier irgendwie gleich einen riesigen Springer installieren kann und vor allem auch, weil der weiße Springer halt auf ein suboptimales Feld sich zurückziehen muss. Er muss nach B3 oder zurück nach F3 und kann halt nicht gleich was Aktives machen. Und dann sagt Schwarz, okay, das ist ein fairer Preis dafür, dass ich mich geschwächt habe. Und diese Stellungen ja, sind strategisch sehr, sehr kompliziert. Auch hier kann das Spiel noch in super viele Richtungen gehen. Zum Beispiel hier wäre irgendwie typisch wahrscheinlich so den Läufer rausziehen. Den Läufer raus. Und selbst hier, das wäre eine große Theoriestellung, wo Schwarz diverse gangbare Wege hat. Bau nach B5, kurz Rochade, Springer BD7.
Manchmal modernes Schach, wer hat sogar Bauer nach H5 gespielt, sieht bescheuert aus, um Weiß davon abzuhalten, G4 zu spielen. Dann gibt es natürlich auch das Thema, hätte Weiß auch vorher spielen können, aber dann hat Schwarz wieder Gegenmöglichkeiten, vielleicht kann D5 spielen. Also es wird sofort extrem komplex strategisch, was häufig ja starke Spieler mögen, weil es halt leichter ist, da einen schwächeren Gegner auszuspielen in diesem Dickicht der Feinheiten und Möglichkeiten. Andererseits ist es für Anfänger auch relativ schwer, sich hier zu orientieren mit Schwarz, weil Weiß halt, wie gesagt, so viele gangbare Wege hat und Strategien. Grundsätzlich, ja, habe ich keinen wirklichen Rat, ob E6 oder E5 besser ist. In meiner Jugendzeit, aber es war auch noch eine andere Zeit, da hatte man auch nicht so viel Angst vor Bau nach G4 in allen Situationen, habe ich eigentlich immer gerne versucht, so Sizilianer zu spielen, wo der Bauer nach E6 geht. Dann mit dem Plan, je nachdem wie Weiß spielt, aber Läufer nach E7, meistens kurze Rochade. Ich mache mal irgendwelche nicht so guten Züge zur Illustration. Jetzt soll dieser Bauer nach B5 vielleicht hier bei Bedarf den Springer treten, wenn der hier noch nicht verteidigt wäre mit Bauer F3, könnte man damit auch indirekt Druck auf den machen. Beispiel irgendwas. Und der schwarze Aufbau ist häufig irgendwie sowas wie Springer nach D7, Turm nach E8, Läufer nach B7, Turm nach C8, Läufer nach F8 und dann mal gucken. Das ist so ein Grundschema, was man mir als Jugendlichen gute Dienste geleistet hat, weil häufig konnte man hier Partien gewinnen, einfach mit so ein bisschen mehr Ahnung von dieser Artstellung. Aber je höher das Niveau wird, desto mehr Ahnung wird Weiß natürlich auch haben und dann wäre das Ganze komplizierter. Was aber, wie gesagt, der Vorteil ist aus schwarzer Sicht, wenn man sich hier reingefuchst hat, dass die Stellungen selten schnell trocken werden, was man ja häufiger bei E4, E5 hat, das, wenn Weiß solide spielt, sagen wir mal, sowas, dass es dann relativ schnell verflachen kann. Oder auch Italienisch ist auch nicht so leicht, hier irgendwie viel Action zu machen. Die Sorge hat man im Neidorf nicht. Natürlich gibt es trotzdem Beispiele, die versuchen werden, das Spiel vorher ein bisschen ruhiger zu gestalten. Zum Beispiel diesem Zugläufer B5 Schach, zu dem wir gleich noch kommen. Aber im offenen Sizilianer ist es sehr selten so, dass das Spiel verflacht. Es ist eher ein komplexer strategischer Kampf. Wir haben natürlich im Rahmen E5 Fehler wegen Läufer B5. Im Rahmen unserer Stunde hier sehe ich die Möglichkeiten, alle Varianten tief zu covern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein Gefühl gekriegt, einen Einblick in welche Richtung es ungefähr gehen könnte. Wir gucken uns noch ein paar Varianten an, ein paar berühmte Sachen. Müsst ihr euch nicht wirklich merken. Hier geht es ja eher darum, so erstmal die Öffnung vorzustellen. Nach Bau nach A6, hatte ich ja schon gesagt, einer der populärsten Züge ist Läufer nach G5. Jetzt kann Schwarz halt nicht E5 spielen, spielt Bau nach E6. Und der weiße Plan ist hier sehr, sehr schnell in der Mitte Druck zu machen. Bau nach F4 plant, mit Bau nach E5 schon vorzugehen. Und wenn Schwarz das verhindert, dann sehr schnell die Kräfte zu mobilisieren, den schwarzen König hier maximal unter Druck zu setzen. Eine Variante, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen haben werdet, die recht berühmt ist in der Schachwelt, ist hier der Zug Dame nach B6, die sogenannte Bauernraubvariante. Bricht ein paar allgemeine Schachregeln, Dame zu früh raus und so weiter und so fort. Aber versucht halt konkret den Umstand auszunutzen, dass dieser Bauer im Moment nicht verteidigt ist. Und Weiß sagt auch, nö, verteidige ich nicht. Gönn dir. Und das hier ist eine der meist analysierten, kompliziertesten Stellungen, die es überhaupt gibt im Schach. Auch heutzutage noch. Schachfans erinnern sich vielleicht an die fantastische Partie von Fabiano Caruana gegen Maxim Vaschila Graf beim letzten Kandidatenturnier, wo er hier mit Weiß aus der Öffnung mit viel Zauberei wahnsinnig viel Druck gemacht hat. Nicht die einzige Option für Schwarz. Schwarz kann hier auch in Anführungszeichen normaler spielen. Aber man muss schon auf Chaos eingestellt sein, wenn man sich in das Neidorf-Labyrinth begibt.
Anderer Zug, der heutzutage wahnsinnig populär ist, dieser Zug Bau nach H3. Sieht sehr komisch aus, aber es hat tatsächlich die Idee, auf Bau nach E6 hier gleich wieder anzukommen mit Bau nach G4. Wer weiß, Bau nach G4 spielen in all diesen Varianten, steht Schwarz häufig vor der Entscheidung. Versuche ich zu verhindern, dass der Bau nach G5 kommt, indem ich H6 spiele. Das Feld kontrolliere. Oder sage ich, ne, hier spielst du dein blödes G5. Dann gehe ich halt weg mit meinem Springer. Und Leben geht weiter, zum Beispiel in dieser Form. All das hier auch unglaublich komplizierte Schach. Nach Bau nach H3 hat Schwarz aber wieder die Option, getreu unserer Logik, Kampf um das Feld D5, auch Bau nach E5 zu spielen. Der Springer geht weg. E2 sieht auch komisch aus, ich weiß. Der Plan ist, ihn hierhin zu überführen. Er könnte auch nach B3 gehen oder nach F3. Wichtig in all diesen Steuerungen, wie gesagt, immer, dass Springer nach F5 jetzt nicht gut funktioniert. Wegen Bau nach D5. Aber Springer geht weg. Und hier, Chat, was ist die Empfehlung des Computers in dieser Stellung? Ich will euch nur noch weiter Angst machen davor. Wie wäre Schach ist. Aber ich habe den Zug vorhin schon mal genannt in einer ähnlichen Situation. Schwarz ist dran. Bau nach H5, darauf wollte ich hinaus, hauptsächlich als Schockeffekt. Das ist nichts, was ihr unbedingt lernen müsst. Phil, vielen, vielen Dank für die 5 Subgifts. Dankeschön. Phil Sagrammer, Phil gönnt hier eine Runde. Wie kommen wir dazu? Also Bau nach H5 sieht total verrückt aus und sollte man normalerweise auch nicht spielen. Ich zeige es euch nur, um zu zeigen, wie wer einerseits der strategische Kampf hier werden kann und auch, wie wichtig es Schwarz ist, Bau nach G4 zu verhindern heutzutage. Denn die einzige Idee ist, von diesem H5 zu verhindern, dass der weiße Bau hier ankommt. Ist eine spezifische Situation. Bitte fangt nicht an, H5 zu spielen in der Eröffnung. Aber nur um zu zeigen, wie reich diese Struktur ist. Da wäre man vor, ja, gar nicht so langer Zeit, 15 Jahren, ja, vielleicht 20 Jahren, auch noch sehr, sehr schief angeguckt worden, wenn man hier H5 gespielt hätte. Andere berühmte Battlefields des Neidorfs sind sechstens Lauf nach E3, haben wir auch schon kurz angesprochen. Der sogenannte englische Angriff. Ich weiß nicht, ob Läufer nach E3 schon so heißt. Das Schema Läufer nach E3, Bau nach F3, Dame nach D2 und Bau nach G4. Das nennt sich englischer Angriff. Ich vermute, weil es viel von Engländern gespielt wurde. So in den 80ern, 90ern. Nigel Short und Michael Adams haben hier den englischen Angriff gespielt. Blattwegen seit der sechsten Läufer E3-Variante kann auch Springer G4 geschehen, wenn stattdessen E6 passiert kann. Ja, hier ist eine Ausnahme, aber da will ich euch nicht noch weiter mit verwirren, wo Springer G4 tatsächlich ein Thema ist, einfach um diesen Läufer sofort zu attackieren und weil die Widerlegung von vorhin, Läufer B5 Schach, jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, weil das Feld kontrolliert ist. Hauptzüge trotzdem, E6 oder E5. Hier beliebtes Kurzremis unter Großmeistern, wo wir dabei sind, Läufer nach E3, Springer nach G4, Läufer geht zurück. Er könnte auch vorgehen, aber Läufer geht zurück. Springer geht zurück. Spannende Partie. Und wenn die Stellung dreimal wiederholt wurde, dann wird sich auf Unentschieden geeinigt. Die sogenannte dreimalige Stellungswiederholung. Wenn man weiß ja, Druck machen möchte, kann er aber mit dem Läufer weggehen. Oder, was manchmal tatsächlich auch passiert, ist, Weiß sagt sich, okay, du greifst mich an, ich gehe weg, du gehst zurück, spiel jetzt einen anderen Zug. Zum Beispiel F3, stell den Läufer dann nach E3. Aber ja, dieses Läufer nach E3 ist auch ein riesiger Komplex. War die absolute Hauptvariante auf Top-Niveau so vor ungefähr 10 Jahren. Seitdem, weil Schwarz halt drei vernünftige Möglichkeiten hat, E6, E5 und Springer G4, bisschen ins Hintertreffen geraten, aber immer noch wahnsinnig kritisch. Also ich könnte euch noch diverse andere Varianten zeigen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefühl gekriegt für diese Art Stellung. Es sind Stellungen, wo sich Studium auf jeden Fall auszahlt. Studium und viel Praxis, um ein Gefühl hierfür zu kriegen, die Sizilianer.
dann kann man hiermit, glaube ich, sehr gute Erfolge feiern. Aber es ist nichts für Anfänger. Es gibt zu viel Feinheiten. Es ist nicht leicht, den Königstern in Sicherheit zu bringen. Selbst wenn wir ihn hier hingebracht haben, wird er manchmal schnell angegriffen mit G4, G5. Und davon abgesehen, wir sind hier auch schon in einer von 47 Untervarianten. Es ist ein weites Feld, Neidorf. Nani Poiser, englischer Angriff, Läufer E3, F3, G4. Ja, das ist korrekt. Also, soweit ich weiß. Natürlich, wenn der Springer hier angegriffen wird, dann muss er erstmal weg. Aber auch hier gibt es diesen Plan. Läufer nach E7 oder Läufer nach E6 haben wir eben schon gesehen. Auch hier gibt es durchaus den Plan. F3, damit E2, G4. Vielleicht zum Abschluss noch eine ganz klassische Variante, die bekannt geworden ist durch die Karpov-Kasparov-Duelle in den 80ern und 90ern, die damals häufiger über die Srivenningen-Zugfolge, like wer es noch kennt, entstanden sind. Beispiel Bau nach A4, um Bau nach B5 zu verhindern. Muss nicht sein, aber wird häufig gemacht in diesen Situationen, dass Schwarz hier nicht zu viel Raum kriegt. Schwarz rochiert jetzt wo der weiße König hier drüben schon ist, wird man nicht so schnell angegriffen. Weiß entwickelt ein bisschen die Figuren, Lauf nach E3. Schwarzer jetzt, wo ich nicht B5 spielen kann und damit C7 den Springer hier hinstellen. Dieses Muster, jetzt stelle ich meinen Springer doch nach C6. Beispiel Bau nach F4, versucht hier Raum in der Mitte zu gewinnen. Schwarz spielt aber nach C7. Weiß spielt. Müsst ihr euch nicht merken, nur um zu zeigen, was hier alles gibt. Dame nach D2. Jetzt hat Schwarz wieder diverse Möglichkeiten. Auch das hier zum Beispiel ist noch nicht schön, wenn ich mich bestimmt schon mehr beschäftigt habe, als ich sollte. Schwarz spielt zum Beispiel Lauf nach D7, versucht den Läufer rauszubringen. Möchte jetzt hier schlagen und den Läufer dann nach C6 stellen. Weiß geht weg. Schwarz spielt Bau nach B6. Wie gesagt, nicht merken. Es sind nur Kindheitserinnerungen hier. So habe ich als 12-Jähriger mit Schwarz gespielt. No joke, weil ich hier das Buch hatte, Kasparovs Schacheröffnung, was die Sreveninger Verteidigung empfohlen hat. Diese Art Stellung hatte ich häufig. Häufig wird irgendwie noch sowas gespielt. Und irgendwann kommt Weiß dann hier an. Bau nach G4. Versucht Stress zu machen. Also. Es sind strategisch wahnsinnig, wahnsinnig komplizierte Stellungen. Schwarz hat eine sehr stabile Formation. Weiß kann das nicht ohne Bauerndurchbrüche irgendwie angreifen, weil Schwarz hier die ganzen Felder auf der fünften Reihe kontrolliert. Deshalb geht Weiß häufig dann dazu über, doch am Königsflügel anzukommen. Selbst wenn er kurz rochiert hat. Also, nagelt mich nicht auf die einzelnen Züge fest, aber das ist schon, ja, hochkompliziert. Falco Subotteo, vielen Dank für den Prime Sub. So, das war ein erster Überblick über, oder ein Überblick über die Neidorf-Verteidigung. Neidorf-Variante, sagt man, glaube ich. Was ist auch nicht sehr defensiv. Also Verteidigung passt vielleicht nicht so. Der Zug Bauer nach D6 sieht ja auf den ersten Blick sehr bescheiden aus. Aber wenn Weiß prinzipiell spielt, Bauer nach D4 spielt, den offenen Sizilianer, führt es zu unglaublich reichen, komplizierten Stellungen. Weshalb ist halt auch eine Vorliebe der besten Spieler der Welt häufig war. Weil je komplizierter die Stellung, je mehr Möglichkeiten für beide Seiten, desto mehr Optionen bestehen, den Gegner auszuspielen. Das heißt nicht, dass objektiv besser ist, aber es heißt, dass der Stärkere einen Vorteil haben kann. Deshalb haben Fischer und Kasparov unter anderem diese Variante gerne gespielt. Springer F6, Springer nach C3 und dieser Zug Bauer nach A6. Ein nützlicher, kleiner Halbabwartezug. Bereits war B5 vor, aber B5 wird sehr, sehr selten im nächsten Zug folgen. Schwarz spielt A6, um zu sehen, was Weiß macht und sich dann zu entscheiden, ob er Bauer nach E6 oder Bauer nach E5 spielt. Lässt dann normalerweise Läufer E7 kurz Rochade folgen. Dann kommt wieder darauf an, wie sich das Geschehen entwickelt hat. Neidorf, super Eröffnung. Super kompliziert für beide Seiten. Was man ja auch schon an den legit 17 vernünftigen Möglichkeiten hat, sieht, die Weiß in dieser Stellung spielen kann. Wer Weiß keine Lust darauf hat, was ja verständlich ist, es ist
Halt auch strategisch riskant für Weiß. Dann greift er zu einer der Alternativen hier. Wir haben es eben schon kurz besprochen. Läufer nach C4. Kein besonders gefährlicher Zug, aber ein Zug, den ich gerne im Blitzen spiele, wenn ich aus Versehen E4 gespielt habe und auch keine Lust hier drauf habe. Da spielt Weiß deutlich zurückhaltender. Der Plan ist hier kurze Rochade, Bau nach C3, Turm nach E1. Also machen wir einfach ein paar Züge, ist einfacher. Schwarz C6, kurze Rochade, sagen wir. Schwarz spielt, keine Ahnung. Schwarz kann auch alles spielen. Weiß ist eigentlich egal, was Schwarz spielt. Läufer nach B3 sieht ein bisschen komisch aus, aber ist häufig nützlich, dass er hier nicht angerempelt wird mit A6, B5. Der läuft sich auf hierhin zurück. Also das ist ein Setup, das man tatsächlich gegen alles spielen kann mit Weiß. Springer nach D2, Läufer nach B3, Bauer nach H3. Dann mal gucken, entweder Springer F1, Springer nach G3 oder Bauer nach D4. Im Vorteilssinne nichts Besonderes. Aber wenn man sagt, nee, ich fühle mich noch nicht wirklich bereit für offene Sizilianer, ich möchte aber eine Stellung mit allen Figuren und allen Bauern auf dem Brett spielen, dann ist Läufer C4 nicht der dümmste aller Züge. Beliebter und auch auf hohem Niveau häufig gespielt ist Läufer B5 Schach. Auch mit ähnlichen Absichten, sich noch nicht auf D4 festlegen. Aber weil es Schach ist, gewinnt es ein bisschen Zeit und Weiß möchte auch dann wieder kurze Rochade folgen lassen und je nach Situation reagieren. Schwarz hat hier zwei ungefähr gleichwertige Möglichkeiten, nämlich den Läufer dazwischen zu stellen oder den Springer tatsächlich nach D7 dazwischen zu stellen. Springer C6 nicht direkt schlecht, aber weil der potenziell hier geschlagen werden kann mit Doppelbauern, ist das kein Zug. Also Weiß sollte wahrscheinlich nicht direkt schlagen, aber ist trotzdem kein Zug, der so häufig gespielt wird. Hier nach kurzer Rochade ist nicht so leicht für Schwarz auszugleichen. Läufer nach D7 galt lange als absolut safe für Schwarz. Gab aber in letzter Zeit durchaus Versuche hier von Weiß, hier ein bisschen Stress zu machen. Weiß tauscht die Läufer, Schwarz schlägt zurück mit Dame oder Springer. Und Weiß, je nach Situation, versucht dann andere Sachen im Zentrum zu machen. Nach Dame schlägt, vielleicht erinnere ich mich noch an den Marozzi-Aufbau, den wir eingangs besprochen haben, ist wieder Bau nach C4 hier eine interessante Option. Mit der Absicht, dann das Zentrum einzunehmen. Mit Springer nach C3 und D4. Wieder mit sehr kompliziertem Spiel. Schätzer, Springer D7 sieht auch logischer aus, um dann das Läuferpaar zu haben. Ja, das ist korrekt, wenn hier geschlagen wird, dann das Läuferpaar haben, ist natürlich super. Und Springer nach D7 ist in letzter Zeit tatsächlich auf Top-Niveau populärer als Läufer nach D7. Hat aber auch wieder Nachteile. Man verstellt sich den Läufer. Der Springer weiß ja noch nicht genau, ist er wirklich happy auf D7 oder wäre nicht vielleicht später doch gerne nach C6 gegangen. Also auch hier ist das Spiel unglaublich kompliziert noch. Weiß hat hier, selbst in dieser harmlos wirkenden Stellung, eine Handvoll Möglichkeiten. Der Normalzug ist Rochade, Schwarz spielt A6. Und jetzt muss Weiß sich entscheiden, gebe ich den Läufer auf, gewinne dafür aber Zeit, versuche dann das Zentrum zu öffnen, oder behalte ich den Läufer. Häufig sieht man hier sogar so krumme Züge wie Läufer nach D3, um dann Bau nach C3 zu spielen, Läufer nach C2 und Bau nach D4. Das führt zu sehr, sehr komplizierten strategischen Spiel. Ich könnte euch noch weiter verwehren, wenn ich euch sage, dass ohne Aprilscherze Läufer nach A4 in dieser Stellung im Moment ein sehr angesagter Zug ist. Weiche gleich diesen Bauern aus und entscheide sich dann später, ob C3 oder C4. Bau nach C3 ist mit Sicherheit auch eine Option. Dann kommt Springer F6 und Weiß muss sich wieder um den Kollegen kümmern. Also mit Schwarz muss man sich überlegen, möchte ich Läufer nach D7 spielen oder Springer nach D7. Läufer nach D7 solider. Insbesondere so. Und dann die Figuren raus. Springer nach D7 wieder. Zweischneidiger. Behält mehr Figuren auf dem Brett, beziehungsweise wenn hier getauscht wird, dann hätte man das Läuferpaar. Aber auch riskanter. Schätze, aber dann kommt auch A6 und B5. Ja, ich meine, ja. Weiß möchte sich dann entscheiden, je nachdem, wie Schwarz spielt. Ob er C3 oder C4 spielt. Also wenn man hier A6 spielt, könnte Weiß wieder C4 spielen, B5 verhindern und auf so Marozzi-Strukturen gehen. Oder er könnte C3 spielen, dem Läufer hier das Rückzugsfeld geben und dann versuchen, mal wieder die Mitte einzunehmen.
X-Joshi sagt, Zitat meines Rechnerstrukturentutors, hat alles seine Nachteile. Ja, so ist im Schach häufig auch. Ne? Es ist immer ein Ringen zwischen, was will ich, was will der Gegner? Springer D7 hat den Nachteil. Wir kriegen die Figur nicht so leicht raus, hat den Vorteil. Wenn Weiß hier keine Zeit verlieren will mit seinem Läufer, muss er uns das Läuferpaar geben. Läufer nach D7 hat den Vorteil. Kein dieser Probleme, den Nachteil. Weiß schlägt, spielt Bauer nach C4, wird damit den in Anführungszeichen schlechteren Läufer gleich los für diese Struktur und versucht sich da im Zentrum breit zu machen. Nix ist umsonst im Top-Schach. Diese Entscheidung hat man wirklich jeden Zug, auch im ersten schon. Hier Bauer nach C5. Spiel kann komplizierter werden, aber wir gehen auch höheres Risiko und die Stellungen sind nicht so intuitiv zu spielen wie nach Bauer nach E5. Es ist immer eine Abwägung. Objektiv Bauer nach E5 und Bauer nach C5. Die besten Züge für Schwarz. Ich glaube auch in der Reihenfolge, aber am Ende des Tages würde ich mich sehr wundern, wenn bei beiderseits bestem Spiel ein Schach nicht irgendwann gelöst ist, das nicht Remis ausgehen würde. In jedem Fall, also diskutiert man da natürlich über Feinheiten. Ich bin Fan von beiden Zügen. Ich bin eher ein E5-Spieler. Aber ich bereue im Nachhinein nicht so sehr, dass ich kein Nachwuchsspieler geworden bin, aber dass ich die Zeit, als ich ein starker Jugendlicher war, als ich so ungefähr 2300 hatte, dass ich da, habe ich auch schon häufiger erzählt, viel Zeit halt daran verbracht habe, irgendeinen Quatsch zu spielen. Und dass ich da nicht zum Beispiel angefangen habe, Knight of zu spielen. Weil einfach dadurch, dass Knight of so kompliziert ist, wenn man hier dabei bleibt, man auch wahnsinnig viel über Schach und verschiedene Strukturen lernen kann. Also für junge, fortgeschrittene Spieler ab, keine Ahnung, 1800, 1900 würde ich Neidorf auf jeden Fall immer empfehlen. Darunter weiß ich es nicht, weil es halt ein so weites Feld ist, ob man nicht sich erstmal überlegt, vielleicht irgendwas Einfaches zu spielen, wie zum Beispiel E4, E5 oder Karo Kann. So, das war unsere heutige Schachschule. Eine Stunde Neidorf. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Chat, Alter. Wenn ihr die Schachschule oder meinen kleinen Stream hier unterstützen wollt, dann macht es wie Multiple Streams Approach und abonniert. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr euer Amazon Prime mit Twitch verknüpfen und damit mehr kostenfrei ein Streamer, eine Streamerin eurer Wahl unterstützen. Im Idealfall mich, der euch hier fleißig Schach beibringt.